Wollen die Knäste auch privatisieren, wisst ihr? Lidl Reisen? Auch noch mal Lidl-Knast. Weißt du, was du zu essen bekommst? Wolfgang, du hast hier ein halbes Brot hängen. Ja. Andere Seite. Ja. Na, immer noch da. Du musst mal hier in den Mundwinkel gehen. Nachtisch. In die Nachtisch. Nee, immer noch da. Was machst du denn? Hast du nicht schon hier? Hier. Ja, es hängt immer noch. Andere Seite. Sie haben da einen Stück. Ja, da, den Popel, den musst du wegmachen. Ja, das ist eine Schnuppe. Ist ein alter Pickel. Das gibt's ja gar nicht. War kein Zahn, das war ein Brotkrumen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, auf alle Fälle machen die, das ist Schwachsinn. Warum mischen die sich da ein? Ja, Lebensmittel können sie nicht? Ja, also wie ist das? Ja, aber das ist scheiße. Blanke, pure Gier. Bitte furchtbar. Mehr und noch mehr. Du musst einfach in die Chefetagen gucken, wie die vernetzt sind. Ja, wir sitzen doch hier in der Chefetage. Schaut doch mal, wie die vernetzt sind. Wolfgang ist da. Wer soll mit sonst, du bist aber da. Wer soll den Fahrradverleih? Also, ich bin ja, ehrlich gesagt, dafür für ein günstiges, flächendeckendes Fahrradnetz. Dass du jederzeit überall günstig an Fahrräder rankommst, vom Prinzip her. Ja. So, dass halt irgendwie der eine Großstadt quasi entlastet wird. Ja, ich könnte der von, Beautiphone hätte es der Staat von, gemacht. Ja, ganz ja, ehrlich, genau. Wäre es eine staatliche Geschichte gewesen, hätte er jetzt ganz schnell hingehen. Ja. Hätte ich gesagt, okay, alles klar. Du machst ein Abo irgendwie ganz unkompliziert oder so. Ja, so wie Car2Go, ja, bloß genau, dann eben, genau. Dass es der Staat vielleicht mal macht. Und ich meine, dadurch kann man ja auch unheimlich viel in die Kassen reinspülen an Geld. Ja, was natürlich auch direkt vielleicht wieder in den Ausbau von Fahrradwegen oder so fließt. Ja. Also es wäre wirklich eine sinnvolle Investition. Ja, anstatt man das jetzt einem Konzern überlässt, der im Grunde genommen für Lebensmittel. Ich meine, Lidl ist doch grundsätzlich, wie haben die denn angefangen? Kennt das jemand überhaupt? Weißt du, wie Lidl überhaupt groß geworden ist? Ich weiß es gar nicht. Nee. Aber es ist bestimmt, Lidl kenne ich nur Lebensmittel. Ja, das und dann kommen nach und nach die ganzen anderen Sparten dazu. Jetzt haben sie einen Bäcker mit drin und sowas so, aber auch frisch Lidl Kuffee Bäcker? Backen. Ja, nur kein Franchise. Ich kenne Lidl nur mit Lebensmittel. Ja. In den letzten Jahren haben sie das alles dazu. Also Montag, Dienstag, da hast du eine Reklame gehabt, nehmen wir mal einen Bohrmaschinen verkaufen. Das ist nur mal ein Beispiel. Ja. So. Oder Bohrer oder sowas, weiß ich gleich. Ja, ist ja eh schon. So. Ich meine, da machen sie ja auch keinem Konkurrenz mit. Also ganz im Ernst, eine Bohrmaschine verkaufen. Da wurde jetzt Mittwoch ist Pause. Nicht mal, ist ja keine gute Ware, was die verkaufen. Ja, Mittwoch ist Pause, da haben sie Donnerstag, Freitag wieder neue Ware. Ja. Ja. Kriegen, also wenn du guckst in den Lidl-Online-Katalog sozusagen, wenn man da mal reinguckt, da gibt es ja alles. Alles, von bis. Aber hat Aldi nicht zum Beispiel Aldi Reisen, Aldi Tours oder sowas? Da gibt es doch bei Lidl auch. Lidl Tours? Lidl Reisen? Also da arbeiten die doch aber bestimmt unter der Hand mit Neckermann oder irgendwas zusammen und nennen es denn nur Aldi Tours. Aber eigentlich steckt da Neckermann hinter. Da sind wir aber wieder beim Thema, dass ja Politik eigentlich auch nicht staatlich ist, sondern Staat irgendwo auch immer wieder Privatwirtschaft ist. Also dass ja, die sagen sich, nee, wir machen das nicht, aber hier, wir stellen dich mal da auf in der Privatwirtschaft und dann machst du den Job und dann gibst du uns einfach Geld ab. Dafür, dass du das machen darfst. So, schmierst du uns. Meinst du, der passt rein? Naja, irgendwie schon, aber ob da noch Platz ist für unser Fahrrad, ist ja eine Frage. Ja, geht doch. Hat der Tür geklappt, oder? Ja. Komm mal links und rechts hoch, bitte. Oh, ja, aber der geht ja richtig ab. Oh. Der Staat hält sich raus, der verkauft halt nur. Also der verkauft. Ja, aber das ist doch schade, dass er sich dass er so weit aus der Hand gibt. Und das wäre doch ein Prestigeprojekt für Berlin gewesen. Zumindest für Berlin, sagen wir mal erstmal. Berlin ist total privatisiert. Nein, aber das wäre doch gewesen, wenn jetzt Berlin gesagt hätte, pass auf, wir wollen Fahrradstadt werden, wollten sie ja sowieso. Ja. Haben sie ja schon seit der Wende, quatschen sie von so einem Quatsch. Ja, quatschen von dem Quatsch. Ja, und dann, ja, fest. Aber mit dem Wissen, dass es auch nur Quatsch ist, was zu quatschen. Weißt du noch, das Ding hier, Thomas, die wollten unsere Straße mal. Fahrradstraße. Fahrradstraße machen, wisst ihr das noch? Da glaube ich, sieht das noch, geht aber nicht, weil. Verbindungsstraße ist. Genau. Ja. Und Rettung und so ein Scheiß. Wie willst du eine Fahrradstraße oder ein Kinder? Ist ja dann auch Kinderspielstraße und so ein Scheiß? Ja, und wenn da die Feuerwehr durchbrettert, kennen Sie das? Ist ja totaler Schwachsinn. Haben sie wieder nicht nachgedacht bei dem Vorschlag. Das ist aber, ich glaube, vom Reuterkiez hier, von diesem Kiez-Mensch-Quartier. Das ist eine prädestinierte Straßenführer, weißt du, wo er machen könnte. Ja, hier um den Markt herum zum Beispiel. Haben sie ja schon könnte viele man, könnte man da überdenken, na, wo der Markt ist, am Maybachufer, auf der Seite. So, wo dann immer jedes Mal Verkehrskaos ist. Wo ist eigentlich hier der Flohmarkt? Am Maybachufer, wo ist denn der?
Winterpause, der macht aber jetzt, glaube ich, jetzt. Ich will nach Polen, nächste Woche Sonntag auf. Nächste Woche Sonntag macht er wieder auf. Da kannst du dann ja da hingehen und kannst deine hippen Klamotten verkaufen, aber mit Antiquitäten hast du schlechte Karten. Ja, Antiquitäten habe ich mit keine Antiquitäten. Ja, aber so Kram wird bestimmt laufen. Krusch, musst du nicht so weit. Und ja. Das ist auch gemütlicher. Ja. Und du kriegst was zu essen an jedem Stand. Jeder hat sein eigenes Gebäck mit. Das ist immer so witzig da an dem. Oh, ich hab ein paar Kekse gemacht. Ich finde den Flohmarkt eh witzig. Also ich find geil. Ich fand es schon mal gewisse, weil... Flohmarkt allgemein. Ja, ja. So Mann, überhaupt, die ganze Atmosphäre da drauf. Und Meier, klar, Flohmarkt, das ist schon cool. Früher auf Gustav Meier, nee. Da habe ich auch einen Winterflohmarkt gemacht. Richtig, da habe ich so einen großen Sonnenschirm gehabt, so ein Viereckchen. Und habe so eine Zeltplane eigentlich war gewesen. Da hat man außen rum genäht. Ja. Das bis auf dem Boden hängt. Da hat einen kleinen Halsfilz gehabt, wisst ihr? Und so ein ja, genau. Halsteil, Halsstrahler, ja. Gas, wieder drin gestellt. Und dadurch, dass du bis auf dem Boden all dicht war, weißt du? Also, da haben Hunde aber unter. Vom Allerfeinsten. Da gesessen ein T-Shirt, weißt du, bei 10 Grad minus draußen hat da gesessen ein T-Shirt drin und hat einen Schmuck verkauft und so, weißt du? Gehst du immer hin, Flohmarkt? Naja, immer. Machst du lange nicht mehr. Früher war ich, gibt's ja lange nicht mehr, den Gustav Meier, den Wedding draußen. Hinter einem Umweltheiner, weißt du, die Sumpfbrunnen. War der größte Markt, den wir hatten. Der war, ich weiß nicht, wie lange lang die Gustav Meier Allee da ist. Die ist, glaube ich, garantiert einen Kilometer lang und aber auch 100 Meter breit. Es gibt. Da stand. So Gleis! Ich glaube, 9 oder 10, könnte auch 12 rein gewesen sein, an Kilometer Länge Feststände, weißt du? Und dann die ganzen Wildstände noch dazu. Es gibt demnächst einen Markt. Einen neuen. Ja. Wo? Darf ich das überhaupt sagen? Ja, also, weiß ich gar nicht. Doch, ich darf alles sagen. Ja, ich darf mal noch alles sagen. Wir der, sind doch der hier Ostbahnhof, der existiert ja bald nicht mehr als ja. Markt. Der wird eigentlich stampft und da wird alles neu gebaut. Ja. Mhm. Neu gebaut. Und wo, also richtig und wo ist der neue? Richtig Einkaufszentrum hin, weil wir haben so wenig und so. Ach. Und der neue ja. Ist dann, wo die Biermeile mal ist. Biermeile, wo ist Biermeile? Die Biermeile? Wisst ihr, wo die Biermeile ist? Ja, am Gulam. Frankfurter. Ah, ja. Allee. Ja. Stalinallee. Ja. Die Stalinallee runter. Und da ist dann auch ein paar Reihen, auch ein Kilometer, glaube ich, mindestens, ja. von bis Frankfurter Tor geht das dann. Was ist denn eigentlich Biermeile? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Gepflegter Alkoholismus? Ja, Biermeile nee, das ist ein ungepflegter Alkoholismus. Zelebriert man laut auch schon verschiedene Biere. Pass auf, hier Biermeile. Wolfgang erklärt. Ich war nicht, ich hab da im Fernsehen gesehen. Reicher, Fernsehen wissen wir so. 50 Sorten Bier. Wir können Live-Bericht geben. Na, 600 wahrscheinlich. Naja, da kann ich ja schon laden. Damit Urin vermischen. In Wedding gibt es einen Laden in einer Ambrosiusstraße. Natürlich Ambrosius-Stübchen. 1001 Bier. Ja. Und wirklich aus allen Herren Ländern hat er Bierflaschen. Gottes Willen. Mit Kumpel mal da haben wir uns für ihr auf den Huni 100 verschiedene Biere. Also nicht 100 verschiedene, weil ein paar waren teurer als im Markt. Also jeder 80 verschiedene Biere ja. Aber kriegen Kinder dann auf so ein Bier, auf so einer Biermeile? Die kriegen die kriegen die besoffene Väter und eine Schelle vom Papa. Zum Antörnen. Also ich kann mich erinnern. Berliner Weiße mit Schutz. Wo ich am Ende. Das weiß ich noch. Wenn Eltern auf Fehmarn war, da war ich, weiß ich nicht, 10, 11 oder so. Da wollte ich eine Fassbrause haben. Oder Malzbier, weiß ich eins von beiden. Habe ich nicht bekommen, weil ich auch kein 16 war. Aha. Weil ganz, weil geringfügig Alkohol drin ist. Stimmt, in der Fassbrause. In 70er. Ja. 70er Jahre alt, ja. Ja. 70, ja. Muss irgendwie so 76, ja. 77 gewesen sein. Okay. Fassbrause wurde ja auch von einem Berliner entwickelt. Aha. Berliner Fassbrause, ja. Hier, da oben Rixdorfer. An der Ecke. Hier, ja, hier Rixdorf. Da oben an der Ecke. Rixdorfer Fassbrause. Ja. Das ist auch schon, naja, 20 Sorten, die hat auch schon gehabt, hier oben an der Ecke. Na, warte, ein Bier ist ja noch so. Mit dem Kumpel war. Das ist ja mit Sternburg und Faxe sind wir da nicht alleine. Da sind so viele kleine Kneipen und die brauchen mittlerweile alle selber ihr Bier. Ja. Und er hat wirklich leckere Sachen dabei. Ja. Wer Biertrinker ist, ich bin ja ein leidenschaftlicher Biertrinker. Und wirklich nett, weißt du? Also die Bierkultur hat sich ganz schön erweitert. Seit so mit dem Selbstbrauen so durchgekommen ist, weißt du? Ja. Machen viele Kneipen halt ihre eigenen Biere. Richtig leckere Sachen dabei. Ich weiß nicht, ist das so? Darf man nicht? Ja, klar. Musst du nicht nehmen lassen. Ja, kannst nicht, also gibt es halt auch schwarz und runter, aber. Wenn offiziell Schwarzbier ist auch gut, ja. Kannst du die niemand dafür holen, das geht. Der kleinste Brauerei der Welt ist ja Köpenick. Nein, denk mal, also hier jetzt in der Flughafenstraße mit denen, die man sich in Uber da, hat auch so eine kleine Brauerei aufgemacht. Die haben so einen kleinen Kupferkessel drin geholt. Also wirklich, naja, klar wie der Tisch. So, weißt du. Gleich
da wo ein komisches bunte Hochhaus ist, weißt du? Mhm. Und wo unten ein Penny drin ist. Hinten ganz in der Ecke. Aber vorher mal so wie so ein Sozialkaufhaus, das ist raus. Jetzt ist eine kleine Brauerei da drin. Siehst du, sozial nützt nicht mehr, wir füllen sie alle ab. Ja. Zurück zum Thema, sozial. Das funktioniert seit hunderten von Jahren. Deswegen ist Alkohol auch erlaubt. Schön die Leute mit Alkohol abfüllen, das macht schön doof. Die Leute denken nicht viel. Da denken sie nicht mehr viel drüber nach. Hauptsache das Fernsehprogramm funktioniert. Was? Ja. Dass sie schön berieselt werden. Oh ja. Gottes Willen. Nee, das ist alles nicht meins. Das ist eigentlich meins. Dann nehme ich lieber eine Olive noch. Ja, du bist ja auch so gesehen kein Maßstab. Sondern du bist Deutscher. Also typisch deutsch ist für mich ein schönes Wort. Aber typisch deutsch ist für mich, guck dir an. Was jetzt als typisch deutsch nicht stellen wird. Unsere Merkel-Generation hier, weißt du? Hat die doch keine Merkel-Generation. Wie äußert sie sich eine Merkel-Generation? Ja, die ganzen. Ja. Anni, wie? Jetzt trödelst du ja nicht mehr, wa? Machst du ja nicht mehr. Du trödelst zur Arbeit. Naja, ich hab mir nicht die. Nicht, mach, klar, ich mach morgen. Morgen geht doch. Morgen auf Trödelmarkt. Also, ich fange gerade wieder ein bisschen an, weißt du? Aber ich muss mir ja den Rest einfach wieder ein bisschen Geld zusammenkriegen, dass ich Waren kaufen kann. Peu halt, weißt du? Morgen fange ich einen Hänger mit 1,5 Quadratmeter an. Mal kicken, wenn es gut läuft. Halt also bis im Sommer wieder mit 3 Quadratmeter voll haben mit Ware, weißt du? So gut. Der Andi war doch verhindert die letzten Jahre. Ja. Ach so. Muss man ja so sagen. Er war staatlich verwahrt. Nein, nicht wahr. Nein? Nein, ich war jetzt bis vor Therapie mal immer 11 Monate drin, so 2,8 draußen. Aber die letzte Zeit war es anders verhindert. Durch Therapie. Also Reha-Programm. Davor kurz mal weg. Und davor ein bisschen so und davor lange weg. Aber so ist es. Weil so ein Minibagger zu klauen ist ja nicht so, da wollen wir jetzt nicht allen irgendwie schön reden, dass er jetzt losgeht und Minibagger klaut, sondern man, wie viele Jahre bekommt man denn? Naja, ich habe für 23 Minibagger 5 Jahre, 6 Monate gekriegt. So, herzlich willkommen in der Realität, jetzt seid ihr wieder wach. Also, ja. Aber bei der Verhandlung saß dann, habe ich erstmal, gab es pro Bagger so und so viel. So. Und dann waren halt 23 Taten, dann habe ich einen Kopf gerechnet, so was ich, also 7 Monate pro Bagger oder sowas. Und ich dachte, boah, nein, 23 mal 7. Ich dachte, ich sterbe, kommen die wieder raus. Lebenslänglich. Ja, ja, aber dann kam eine Strafzusammenzug, weißt du? Aus den ganzen Sachen, haben sie, also aus den ganzen 23 mal 7 Monate haben sie dann eine Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten gewählt. Boah. In dem Moment habe ich mich über die 5 Jahre und 6 Monate schon gefreut, weißt du? Mehr als ein Mörder. In dem Moment habe ich weil. Ich habe im Kopf schon die Rechnung gehabt, ich war eigentlich ständig mit der Rechnung. Ich dachte nur, oh nee, das wird ja zweistellig. Ja, hat deine Konjunktur eine etwas verhaltenere Gangart eingeschlagen, sozusagen. Naja, nee, das ist halt so, klar, weil. Jetzt muss er wieder auf den Flohmarkt gehen. Ja. Ja. Jetzt kann man, aber das ist ja wohl auch besser so. Ich dachte ja mal eine Zeit lang, das würde zu einem romantischen Bild, verzerrten Bild eines Mannes so gehören, dass man auch mal gesessen hat. Sind das romantisch ist es nicht. Nee, ist überhaupt nicht romantisch. Es gibt auch romantische Momente. Also ich hätte auf jedes Jahr, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, die ich dann verbracht habe, verzichtet. Ja, ja, eben. Aber die Wahl hast du halt nicht. Und ist ja geklappt. Ich bin halt auch kein Mörder, Plünder, Vergewaltiger oder Kinder- oder Frauenschänder. Ich habe eigentlich keinen Menschen direkt was getan. So was verurteile ich auch. Ich habe versucht zu überleben und wollte meiner Familie ein gutes Leben bieten. Ja. Weißt du? War der falsche Weg. Hat nicht geklappt. Weißt du? Hat nur kurzfristig geklappt. Aber ich finde, ich muss mir ja keine moralischen Vorwürfe machen. Weißt du? Also ganz ehrlich, guckst du dir an, die ganzen Verbrecher, die Schneider und so, weißt du, der Millionen abgezogen hat, weißt du, aber wie die ganzen Fälscher, wie sie alle waren, weißt du? Die Kujau. Kujau und Dagobert, unsere Helden. Dagobert kennenlernt, ein guter Typ. Ja. Mit der haben sie das, mit der gequatscht, öfter mal Schach gespielt und so. Aha. Ja, das ist eine coole Socke. Ja, cool. Also, du bezeichnest dich schon ein bisschen als so ein Robin Hood auch, ne? So siehst du dich doch. Ja, auch, natürlich, ne? Weil ich nicht als Robin Hood, als Ganove. Weißt du? Ja. So ein bisschen mit Ehre noch dabei. Ja. Ich will keine Menschen schädigen. Ich habe auch nie einen Wohnungseinbruch gemacht oder einen Raubüberfall gemacht, wo irgendwelchen Menschen direkt irgendwie bedrohen musste oder sonst irgendwie. Ja. Das ist nicht mein Ding, weißt du? Ich wollte einfach nur Geld haben. Hm? Ja, wollen wir alle. Alex, mach mal einen Zug unten auf. Dass es halt nicht der richtige Weg war, das habe ich gemerkt. Weißt du, das haben sie mir deutlich gezeigt. Aber ich wüsste nicht, wie ich mit leben sollte, wenn ich jetzt ein Mörder oder ein Verwalter oder sonst irgendwas wäre. Weißt du? Weil das sind so Sachen, das geht an der Moral. Und
ich habe keinen wirklich was Böses getan. Weißt du? Also es, aber hintum, in dem Moment haben vielleicht Leute im ersten Moment geärgert, aber letztendlich ist keiner geschädigt rausgegangen aus der ganzen Sache. Außer dafür haben sie dir so viel aufgebrummt? Ja, dafür haben sie mir so viel aufgebrummt, ja. Ja, Wolfgang, jetzt musst du die Apple wieder zurückgeben, weil dein Nachbarn nicht also, das letzte wenn Jahr. Ich, wenn ich Kinderschänder gewesen wäre, hätte ich weniger Jahre gehabt. Das war das Schlimmste, weil ich erst mal in den Knast gekommen bin, mit mir knapp sechs Jahre, auf Station, sitzt da so ein Typ, ist so, und macht da auch richtig ein riesige, so ein kleiner Wicht. Und dann höre ich, das ist ein Kinderschänder, der hat 8 Kinder, im Alter zwischen 6 und 8 Jahren, mit Messern und Geholfall gewaltigt und hat 3,5 Jahre bloß bekommen. Was? Weil er ein aber kranker Mensch ist. Kommt er doch an die Psyche, denn, oder? Da ist mir irgendwas zerbrochen in mir, weißt du? Da kommt er doch an die Psyche, oder? Nein, warum denn? Ja, er ist so, bist doch, also, überlebt denn so jemand in der Reihe? Der wird ja geschützt, das ist ein Problem. Also, ich habe auch angefangen, ihn zu drangsalieren, hab den erstmal hab ein Gangverbot gegeben und gesagt, leg lieber einen Ganglaufer, hast du in deiner Zelle zu bleiben und wenn du nicht mehr schaffst, in deine Zelle zu kommen, mit dem Gesicht zur Wand zu drehen und hoffen, dass ich nicht sehe. Was? Kein Blickkontakt mit mir, sag ich. Nein, auch so andere Spielchen gemacht, halt so ein bisschen drangsaliert, wisst ihr, die Zelle geflutet, wisst ihr, weil die letzte Zelle voller Dusche hatte, haben wir von der Dusche aus den Feuerwehrschlauch bei ihnen reingehangen und die Zelle volllaufen lassen und, jetzt so eine Tischtennisbälle in eine Alupapier gepackt, die Rauchbombe, wisst ihr, dann haben wir 20 Tischtennisbälle reingeschnitten, wisst ihr, so eine Rauchbombe gemacht werden, wenn ich müssen, wisst ihr. Und naja, gut, na, irgendwann kam jedenfalls der VDL dann an und kam zu mir und sagte, ja, pass auf, Bergmann, ich weiß jetzt genau, du bist hier der Redelsführer. Ich weiß, du bist nicht der Einzige, aber du bist hier auf jeden Fall eine der Führungspersonen. Und ich sagte jetzt, kommt nur eine Beschwerde an meine Ohren, dass hier der Mann irgendwie drangsaliert wird, dann wirst du ins Haus 1 verlegt. Naja, war natürlich nicht zu vermeiden. Haus 1 ist was? Haus 1 ist eine 5 Quadratmeter große Zelle, also, wo du auf deinem Bett sitzen kannst. Ja. Ohne dich von deinem Bett wegzubewegen, kannst du hier ein Fenster aufmachen, hier den Wasserhahn aufdrehen und hier auf die Spülung drücken. Ja, ja. Also ich habe noch nie so kleine Tische gesehen oder so kleine Waschbecken. Das waren Waschbecken, die waren, also, das fühlt sich wie in der Puppenstube. Auf der Tisch, da war, also wenn du auf dem Tisch deinen Teller aufgestellt hast, hast du gerade noch Platz gehabt, ein Glas mit aufzustellen. Dann war der Tisch voll. Hast du keine Aussage gekriegt, nicht? Also, wenn du einen Brief schreiben wolltest, musstest du den quer zum Tisch schreiben, weil der Tisch nicht breit genug war, weil er war schmaler, als ein DIN A4-Blatt lang ist. Nee, er hatte keinen Ausgang, er durfte mal Bagger fahren auf dem Hof. Mini-Bagger. Wolfgang, er war im Knast, Mann. Hast du denn mitgekriegt? Ja, offener Vollzug, meinst du das? Ja, ich meine, er wohnt ist doch nicht hier. Mein Betreuer ist einmal die Woche mit ihm in der Baustelle gefahren, damit er keine Zugserscheinung hat.